Ja, Innenminister Gerhard Kader heute zu Besuch in Vorberg und auch bei uns im Studio bei Vorberg Live. Schönen guten Abend. Danke für den Besuch im Studio. Schönen guten Abend. Ja, Herr Minister, Sie waren heute den ganzen Tag im Land auch unterwegs auf verschiedenen Polizeidienststellen, aber vor allem natürlich auch am Mittwoch auf der sogenannten Ausmusterungsfeier. Wieder Jahrgänge von Polizeischülern, die in den aktiven Dienst jetzt entlassen worden sind, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Heute waren es 22 Frauen und zwölf Männer, die diese Ausbildung abgeschlossen haben. Das ist gleich zu die erste Frage nämlich, das heißt also wir haben einen großen Bedarf, es gibt eine große Pensionierungswelle, die auf uns zukommt und gerade in Vorberg hatten wir letztes Jahr auch über 60 Abgänge. Wenn ich jetzt schaue, das sind 34 neue Polizistinnen und Polizisten. Ist das aktuell ausreichend, um den Bedarf tatsächlich zu lösen, um den Bedarf zu erfüllen? Zunächst eine Ausmusterungsfeier ist für den Innenminister ein ganz besonderer Moment immer, weil junge Kolleginnen und Kollegen offiziell in den Dienst überstellt werden und auch die Diejenigen, die schon im Dienst sind, freuen sich, wenn sie junge Kolleginnen dazu bekommen, weil es auch eine Entlastung darstellt. Und ja, Sie haben recht, wir wollen und müssen auch im Polizeiberuf attraktiver werden. Wir haben auch einzelne Maßnahmen jetzt gesetzt. Beispielsweise mit Jahresbeginn wurde der Gehalt erhöht für Polizeischüler im ersten Jahr um 140 Euro netto mehr pro Monat, im zweiten Jahr um 200 Euro netto mehr pro Monat. Es wird jetzt für zukünftige Polizeischüler das Klimaticket für die Ausbildung geben. Es wird eine Prämie geben für jene, die jemand frisch noch anwerben für die Polizei. Es wird die Möglichkeit geben, auch den Führerschein auch während der Ausbildung erst zu machen. Mehr Sport, also viele Akzente, um den Polizeiberuf noch attraktiver zu machen. Und unser Ziel ist ja auch beispielsweise, und das ist entscheidend, dass wir auch im September in Vorarlberg 90 in die Schule bringen wollen. Noch, noch haben wir noch nicht so viele Anmeldungen, weil insgesamt das Thema Arbeitskräftemangel natürlich auch auf den Polizeiberuf übergegriffen hat. Das muss man einfach sagen. Im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, in der Landesverwaltung, in vielen Bereichen. Bedarf es zusätzlicher Arbeitskräfte und hier wollen wir eben ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und das sind wir, glaube ich, mit diesen Maßnahmen, die wir jetzt auch gesetzt haben. Mhm. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Es wurde zwar das Ausbildungsgeld jetzt erhöht, allerdings gab es die Diskussionen auch vom Land Vorwerk, gab es diesen Wunsch natürlich auch, dass man sagt, auch von der Landespolizeidirektion ist das Thema schon aufgekommen. Das Thema, dass eben die Lebenshaltungskosten und das Lohngefüge sozusagen in den Bundesländern unterschiedlich ist. Vorwerk gilt jetzt als eines der eher teuren, wenn das vor allem das Wohnen und Eben die täglichen Lebenshaltungskosten anbelangt, äh, Bundesländer. Äh, jetzt dieser erste Vorstoß, der hier gemacht wurde, ist im Nationalrat, hat da keine Mehrheit gefunden. Das heißt, da wurde gesagt, na, das machen wir nicht. Jetzt war vor kurzem der Bildungsminister hier bei uns im Studio zu Gast äh, und der hat gesagt, er kann sich es für Lehrer zum Beispiel, die haben ja ähnliche Situationen, dass sie eben auch händeringend nach Personal suchen, sehr wohl vorstellen, allerdings nur dann, wenn das natürlich für Bundesbedienstete im Gesamten gilt, also kein Einzel- vor, äh, vorbrechend nur für die Lehrer. Äh, jetzt frage ich Sie nochmal, ist das ein Thema, das man tatsächlich vielleicht nochmal sich überlegen muss? Eine sehr schwierige Diskussion scheint, eine sehr einfache Diskussion, dass man sagt, nach den Lebenshaltungskosten orientiert man sich. Aber letztendlich ist es, wie es gesagt wurde, ein Bundesgesetz. Für alle Bundesbediensteten gilt das. Und natürlich gibt es ja unterschiedliche Regionen. Aber es ist auch so, dass in Wien innere Stadt es ein anderes Gehaltsschema gibt oder eine andere Möglichkeit, oder Lebenserhaltungskosten wie in innerer Stadt, wie beispielsweise im Waldviertel oder im Müllviertel. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Regionen. Ich halte das für schwierig, umsetzbar so etwas einzuführen. Mhm. Jetzt äh, auch das Thema der Abgänge ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, über 60 Abgänge, davon sind natürlich ein Teil die Pensionierungen, aber eben auch viele, die sich dann umentscheiden, die den äh, Beruf wechseln und dann nach ein paar Jahren draufkommen, und, na, der Polizeidienst ist nichts für mich. Ich habe mit altgedienten Polizisten gesprochen, die gesagt früher gab es sowas nicht. Da waren die Polizisten, ich wurde Polizist und dann bin ich es wirklich sozusagen mein Leben lang bis zur Pensionierung auch geblieben. Äh, auch der höhere Frauenanteil natürlich macht da was äh, damit, äh, sprich Stichwort Familienplanung und so weiter. Da gibt es natürlich den Wunsch auch für, vielleicht die Arbeitszeiten zu reduzieren und ein bisschen was anderes zu machen. Ist das ein Thema, das man sich künftig auch nochmal dezidiert anschauen muss? Weil da kann ich natürlich jetzt Anreize schaffen bei der Einstellung, aber wie schafft man es, dass diese Beamten dann eben auch über Jahre bleiben? Ja, es stimmt, früher war vieles anders, auch bei der Polizei und auch in vielen anderen Berufsgruppen. Und Faktum ist, dass wir derzeit, Gott sei Dank, eine sehr niedrige Arbeitslosenquote auch haben. Das insgesamt, und ich habe es gesagt, suchen sehr viele Institutionen. Einheiten, auch Personal. Und das betrifft letztendlich auch die Polizei. Und wenn es ein Mehr an Angebot gibt, zu Recht für die Arbeitskräfte, ist natürlich auch die Bereitschaft eher dazu da, auch mal den Beruf zu wechseln. Es ist auch zeitgemäß sozusagen, den Beruf zu wechseln. Aber schauen wir uns das an. Wir haben österreichweit knapp 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, es sind im einstelligen Prozentbereich. Es sind zwei, drei Prozent, die hier jährlich. Ihren Beruf auch wechseln. Also, das ist ein wirklich sehr, sehr geringer Anteil und mancher Konzern würde sich das wünschen. Mhm. Dann machen wir doch mal einen Sprung in einen anderen Themenbereich, der sich natürlich auch sehr beschäftigt, der auch viel diskutiert wird: das Thema der Migration, der sicheren Grenzen. Jetzt gibt es seit kurzem erstmaliges Grundsatzeinkommen der EU, der europäischen Staaten zu diesem Thema, dass es das, das künftig jetzt wirklich was man lange Jahre gefordert hat, auch gesamteuropäisch mehr betrachtet werden soll. Jetzt habe ich ein Interview von Ihnen gesehen, als Sie davon zurückgekommen sind, und da waren schon so ein paar Aussagen drin, wo ich sage, das ist nicht ganz das, was wir jetzt gehört haben aus Brüssel, wie das künftig gehandhabt werden sollte. Denn Sie haben gesagt, naja, aufteilen ist gut, aber wir haben eigentlich schon genug gemacht und eigentlich sollte man sogar ja, Migrationswillige praktisch in andere Länder aufteilen. Wie realistisch ist es denn hinter unter diesem Hintergrund und auch unter dem Hintergrund, wenn wir die täglichen Zahlen sehen, dass sich jetzt hier wirklich kurzfristig oder auch mittelfristig was tut, dass man jetzt nicht wieder davon reden, jetzt fangen wir wieder neue Debatten an in den nächsten fünf, sechs Jahre und es passiert eben de facto nichts. Ja, in der Tat, das Thema... Illegale Migration und Asylmissbrauch ist eines der herausforderndsten Themen, die wir haben. Und gerade im letzten Jahr hatten wir eine Situation, wo wir allein in Österreich über 110.000 Asylanträge hatten. Und Sie haben ja auch darüber berichtet, dann auch in Vorarlberg war die Situation schwierig. Da sind wir letztes Jahr als Österreich ganz fest auf die Asylbremse auch gestiegen mit unterschiedlichen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, von Grenzpunkt über Grenzraumkontrollen über Schwerpunktstreifen auch auf ungarischen Staats. Gebiet. Wir haben auch die Schnellverfahren eingeführt. Das heißt, das Verfahren sehr rasch auch negativ beschieden werden. Über 40.000 die in dieser Art und Weise beschieden worden sind. Aber von Österreich allein ist dieses Thema nicht zu lösen. Wir müssen das auf europäischer Ebene sehr intensiv diskutieren und das Gott sei Dank zuletzt etwas gelungen. Bereits im Februar hat es auf Initiative auch vom Bundeskanzler Karl Nehammer eine Einigung der Staats- und Regierungschefs gegeben, dass erstmals alle gemeinsam sich für den funktionierenden Außengrenzschutz an den europäischen Außengrenzen auch ausgesprochen haben. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass das System funktionieren kann. Und die letzte Einigung, die es jetzt gegeben hat, war eben jene, dass wir Verfahren an den Außengrenzen haben, die politische Einigung, das muss jetzt auch natürlich rechtlich mit Leben erfüllt werden, und dass wir auch darüber reden können, in Verfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten. Das heißt, wenn Sie so wollen, auf der anderen Seite des Meeres. Und das ist der absolut richtige Weg, weil es notwendig ist, Tote im Mittelmeer zu verhindern. Mhm. Allein im letzten Jahr waren es fast 2500 Menschen, die ertrunken sind. Und da können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Da müssen wir strenger werden, da müssen wir konsequenter werden und auch schärfer bei manchen Regelungen. Mhm. Aber wie realistisch ist das, dass es, dass das tatsächlich umgesetzt wird? Ich meine, diese Vorstöße gab es schon auch. Zum Beispiel Großbritannien hat das ja schon überlegt, dass es eben diese sozusagen Erstaufnahmezentren auf im sicheren Drittstaat gibt, dass das dort geregelt wird, funktioniert hat von diesen ganzen Maßnahmen bis jetzt noch nichts. Wenn wir jetzt auch wissen, wie die Diskussionen geführt werden, dass da jedes Land natürlich ein bisschen auch andere Interessen vertritt, wie realistisch ist es? will jetzt kein Zeithorizont haben, dass man sagen in drei, sechs, acht Monaten, zehn, zehn Monaten, aber sie haben es richtig gesagt. Täglich versuchen Menschen übers Mittelmeer zu kommen, täglich ertrinken Menschen. Das heißt, das wäre natürlich auch sehr wichtig zu wissen. Wann haben wir da eine Lösung, die humanitär gerecht ist, aber eben auch genau solche Schicksale verhindern kann? Also, wenn wir im letzten Herbst darüber gesprochen hätten und jemand gesagt hätte, dass wir heuer es zustande bringen, dass wir einig werden beim gemeinsamen Außengrenzschutz, bei den Außengrenzverfahren und bei der Zusammenarbeit mit sicheren Drittstädten, dann hätte niemand daran gedacht oder daran geglaubt, dass wir das schaffen auf europäischer Ebene. Mhm. Es ist der Druck so groß, dass wir etwas schaffen müssen. Nämlich einen robusteren Außengrenzschutz, konsequentere Verfahren, nämlich klare Unterscheidung zwischen jenen, die eine Chance haben, die vor Krieg fliehen, beispielsweise Menschen aus der Ukraine, die wir im letzten Jahr sehr intensiv äh, vielfach untergebracht haben, und zwischen jenen, die das System missbrauchen und aus wirtschaftlichen Gründen. Hier müssen wir sehr klar unterscheiden und auch die, die keine Chance haben, auch sehr rasch wieder in ihre Heimat zurückbringen. Ich muss da kurz, das Deutschland, unser Nachbarland, hat ja schon gesagt, nach dem Verabschieden dieser, dieser Grundsatzvereinbarung, naja, Sie möchten schon da wieder Ausnahmen haben, zum Beispiel für Familien mit Kindern, dass es hier eine Ausnahmeregelung gibt, eben damit die besonders schützenswert sind. Ich habe gesehen, Sie sehen das anders. Warum? Ich habe schon gesagt, wir müssen die Anreize verringern. Wir müssen ja strenger, konsequenter und auch schärfer werden in Teilbereichen. Schärfer gegen die Schleppermafia wir dürfen nicht die arbeit der organisierten kriminalität machen. wir müssen sehr aufpassen dass die organisierte kriminalität dann nicht kinder missbraucht um ihr schmutziges geschäft zu machen. und jetzt geht es eben darum das was wir uns politisch geeinigt haben die innenminister auf europäischer ebene dass das jetzt auch rechtlich umgesetzt wird das sind doch harte zähe verhandlungen aber wir sind einen guten schritt weitergekommen. Mhm. dann möchte ich noch ein drittes thema Kurz ansprechen und die Gelegenheit nutzen, wenn ich Sie hier im Studio bei mir begrüßen darf. Das ist das Thema nämlich der inneren Sicherheit. Sprich, wir hatten in den letzten Wochen und Monaten mehrfach Berichte über Razzien, zuletzt jetzt eben bei dieser Rockergruppierung einer Rechtsgerichteten, wo massiv Waffen, also wirklich in einem für Österreich fast bislang unvorstellbaren Ausmaß sichergestellt werden konnten. Aber natürlich gab es auch diese geplanten Anschlagsziele bei der Pride zum Beispiel. Es heißt also aus verschiedenen Richtungen, wo dieser in Anführungszeichen, versuchte Terror herkommt. Wie sieht es aktuell aus? Wo haben wir die größte Gefährdungslage in Österreich? Und wie gefährlich ist es überhaupt aktuell? Also ich kann nur das wiederholen, was ich auch äh, vor einigen Monaten bei dem Bericht, Bericht-Verfassungsschutzbericht auch gesagt habe. Wo sind hier die größten Gefährdungsszenarien? Das ist zunächst einmal der Rechtsextremismus, der uns in Teilbereichen wirklich Sorgen macht. Und wo wir jetzt auch zuletzt, Sie haben es erwähnt, auch eine entsprechende Gruppierung auch ausgehoben haben mit zahlreichen Verhaftungen und wo jetzt die Detailermittlungen auch laufen. Wir haben den Bereich des islamistischen Extremismus, wo es auch Verhaftungen gab und wo auch nach wie vor die Ermittlungen laufen. Wir haben den Bereich der sogenannten Staatsverweigererszene. Das ist eine demokratie ablehnende Szene, die sich aus dem linksextremistischen und aus dem rechtsextremistischen Bereich speist, was eine besondere Mischung ist, wenn Sie so wollen. Und der vierte Bereich, der auch unter Beobachtung ist, das, ist, das sind radikale Klimaaktivisten, mhm. ich möchte das bewusst so sagen, die haben wir gesehen beispielsweise bei dieser sogenannten Gaskonferenz mhm. in Wien, als internationale Demonstranten, vor allem aus Deutschland, durchaus auch gewaltbereit gekommen sind und versucht haben, hier ein Hotel zu stürmen und hier ist die Polizei konsequent und robust auch eingeschritten. Das sind sozusagen die Bedrohungsszenarien, die wir haben. Im Wesentlichen haben wir uns sehr oft mit Einzeltätern hier auseinanderzusetzen, die sich zunehmend im Internet auch radikalisieren. Wir haben das bei den islamistischen Extremisten gesehen, aber auch bei den Rechtsradikalen, die über die organisierte Kriminalität, über Drogenhandel sich ihre Geschäfte hier finanzieren. Aber entscheidend ist, dass zuletzt der Staatsschutz, Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst hier konsequent eingeschritten ist und auch verhindert hat, dass etwas passiert ist. Das heißt, wir sind hier international wieder voll aufgeschalten. Wir sind hier voll äh, vernetzt, sodass wir so etwas auch verhindern können. Mhm. Sie haben es gerade gesagt: äh, Jetzt wollen wir natürlich nicht über Terrorismus reden, wie es manche Politiker vielleicht tun, aber eben die Klimaaktivisten, die beschäftigen natürlich auch die Polizei in ganz Österreich, ganz Europa eigentlich äh, fast jeden Tag. Äh, auch zuletzt in Vorberg gab es wieder mehr Reaktionen, äh, die zwar sehr friedlich verlaufen, das heißt also, da gibt es also keine Ausschreitungen, da ist auch keine, keine Radikalisierung, jetzt zumindest in Vorarlberg, nicht erkennbar, die aber klar für ihre Ziele stehen und natürlich dementsprechend immer auch für große Polizeieinsätze sorgen und ja, teilweise natürlich auch für dementsprechende Beeinträchtigung des öffentlichen Lebens, Stichwort des Verkehrs. Wie geht man denn im Innenministerium? Wie geht man von seiten der Polizei damit um? Das ist ja ein Phänomen, das jetzt nicht eben ein, zwei, dreimal passiert, sondern beinahe täglich, hast großer personeller Aufwand und rechtlich ja auch nicht ganz so einfach, weil es ja immer abzuklären gilt, ist es jetzt eine Versammlung, ist es keine Versammlung. In Vorarlberg hatten wir es vor dem Landhaus während einer Landtagssitzung, da gab es eine Bannmeile, da ist es relativ klar, aber äh, wie, wie, gibt es da, da einen Plan, gibt es da ein Konzept, äh, wie geht man damit um? Ja, das, diese Szenen, die Sie beschreiben, unterstreicht auch oft die Schwierigkeit und die Sensibilität wie hier die Polizei auch vorzugehen hat. Und ich habe einen Teil bereits skizziert, nämlich den Bereich der radikalen Klimaaktivisten, wo auch der Staatsschutz und der Nachrichtendienst eingebunden ist und wo es natürlich auch Vorfeldermittlungen gibt. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, das sind auch Demonstrationen, die immer wieder stattfinden, wo sich Menschen ankleben. Auch hier hat die Polizei den Auftrag, konsequent auch vorzugehen, dahingehend, dass wenn hier Veranstaltungen gestört werden, wenn der öffentliche Verkehr gestört wird und damit auch Rettungseinsätze behindert werden, hier auch einzuschreiten. Und wir haben allein im heurigen Jahr Österreichweit 400 Festnahmen und 1800 Anzeigen. Also das zeigt ja, dass hier die Polizei mit aller Konsequenz einschreitet. Und dort, wo es möglich ist, und das ist die dritte Form der Strategie, gilt das Motto kleben und kleben lassen. <laughs> Nämlich wenn sich. Demonstranten, wie das auch passiert ist, das ein oder andere Mal beispielsweise in Wien auf einem Überkopfwegweiser angeklebt haben, haben sie erwartet, dass sie spektakulär von der Polizei gerettet werden, dass die Autobahn gesperrt werden muss. Nein, das hat die Polizei nicht gemacht, sondern sie wurden acht Stunden dort kleben gelassen und haben sich selbst befreit und sind von dannen gezogen. Also ich glaube, hier ist es notwendig, dass von Seiten der Polizei unterschiedliche Strategien auch Gefahren werden, je nach Bedrohungsszenario. Vor allem entscheidend ist die Sicherheit der Bevölkerung. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Gibt es da auch äh, Forderungen vielleicht Richtung Justizministerium beziehungsweise Richtung äh, gesetzlichen Möglichkeiten? Denn klar, die Polizei agiert in dem Moment, aber dann geht es darum, was passiert weiter? Gibt es Strafen? Wie hoch sind die? Es gibt in Deutschland Bundesländer, da, da wird das also sehr rigoros verfolgt, also teilweise sogar mit Gefängnisstrafen. Äh, wie ist da Ihr Standpunkt dazu? Mein Standpunkt ist der, dass die Polizei einen sehr guten Job macht, einen schwierigen Job macht und auch dementsprechend rigoros und konsequent auch vorgeht, wo es notwendig ist. Alles andere ist Beurteilung der Justiz, wie sie letztendlich mit diesen Dingen umgeht. Aber allein 400 Festnahmen, 1800 Anzeigen alleine durch die Polizei, das zeigt, dass wir hier hart und intensiv und konsequent arbeiten. Mhm. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine letzte kurze Frage, eben auch weil es Vorberg betrifft. Äh, es gab in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen um den Standort des Einsatzkommandos Cobra in äh, Vorberg. Das heißt, da gab es immer wieder Gerüchte, der wird aufgelöst, der wird äh, verlegt wieder zurück zu ja einer Ausstelle von Innsbruck. Äh, das wurde sowohl von Seiten des Landes als auch des Bundes äh, Immer dementiert. Jetzt weiß ich, dass seit März der ehemalige Leiter des ECO-Cobra in Vorlberg in den Ruhestand gewechselt ist. Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Nachfolger für ihn, der benannt worden ist. Ist das ein Indiz, dass wir doch damit rechnen müssen, dass es über kurze Lange in Vorarlberg keine Cobra mehr gibt? Es ist kein Indiz dafür. Die Cobra in Vorarlberg macht einen exzellenten Job und wird auch bald wieder eine entsprechende Leitung bekommen. Alles klar. Herr Minister, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute. Vielen Danke. Dank. Danke sehr. Dankeschön.